Hallo zusammen, herzlich willkommen aus Dänemark. Hinter mir so ein bisschen zu sehen ist die Nordsee. Ich bin in einem Ferienhaus in Hennestrand in Dänemark, direkt an der Nordsee. Kann ich sehr empfehlen, sehr ruhig hier, sehr beschaulich. Man kann nichts machen, außer am Strand längs laufen. Und das kann man im Februar sehr, sehr gut, weil sehr, sehr wenig los ist. Totale Nebensaison und wir haben Glück, die ganze Woche gutes Wetter. Thema ist heute Brötchen, und zwar Haferflockenbrötchen. Ich bin ja jemand, der sie selbst gerne kocht und backt. Und in den Ferien mache ich mir natürlich auch die Mühe und backe meine Brötchen selbst. Und statt immer das gleiche Weizenmehl, Wassergemisch zu nehmen, haben wir diesmal Haferflocken dabei. Also nur einfache Sachen, die wahrscheinlich auch jeder dabei hat, wenn er in den Ferien fährt. Wichtig, Zubereitung in zwei Schritten, nämlich zubereiten das Ganze und dann über Nacht ruhen lassen. Das heißt am Abend ganz gemütlich vorbereiten, dann muss man es morgens nur noch in den Ofen schieben. Die Brötchen werden nachher relativ klein, das heißt es kommen so 10, 12 Brötchen raus. Für die Zubereitung nimmst du warmes Wasser und packst Hefe rein. Warm heißt so 30, 35 Grad, nicht zu heiß, sonst geht die Hefe kaputt. Und am besten nimmst du eine kleine Schale, packst Wasser und Hefe rein, verrührst das, lässt es ein paar Minuten stehen. Es müssen sich so kleine Luftblasen bilden. Dann weißt du, die Hefe ist noch gut und das Wasser war nicht zu heiß und so weiter. Und dann kannst du ganz normal mit dem Rest weitermachen. Du weißt, das mit der Hefe hat schon mal funktioniert, wenn du da nicht so routiniert bist. Die Hefe braucht Zucker, einen Teelöffel Zucker dazu. Der verteilt sich besser als der Honig, aber theoretisch würde auch der Honig reichen. Honig kommt ein Esslöffel dazu. 180 Gramm Haferflocken. 650 Gramm Weizenmehl. Ich nehme Typ 550, in dem Fall Bio. 1 Teelöffel Salz. Dann das Ganze jetzt schon verrühren, bevor das Wasser da reinkommt, das Richtige. Weil es einfach jetzt einfacher ist, das zu verrühren, schon mal quasi nur die Pulvers. Das ist schon mal so ein bisschen grob vorsortiert. Und dann das Wasser dazufügen. Das Wasser warm, handwarm, aber nicht kalt. Dann reagiert die Hefe natürlich besser. 700 ml Wasser, 100 hatten wir schon mit der Hefe, das heißt noch 600 dazu. Das Ganze schön verrühren, bis ein richtiger Teig entsteht. Man kann das mit dem Löffel machen, man kann natürlich auch mit den Händen rein nachher. Aber die Vorarbeit, sage ich mal, mache ich erstmal mit dem Löffel. Man muss den Teig nachher nicht super lange durchkneten, so wie man das vom Pizzateig kennt zum Beispiel. Weil der nachher so lange in den Kühlschrank geht, 12 Stunden oder so in der Größenordnung. Weil im Wesentlichen muss man halt eben die Feuchtigkeit natürlich richtig mit dem Mehl vermischen. Und das kann ich mit Kneten machen, das kann ich aber auch einfach über Zeit machen. Das passiert von ganz alleine. Wenn der Teig jetzt zu feucht ist, das sieht mir jetzt ziemlich feucht aus hier, dann packe ich noch ein bisschen Mehl dazu. Weil das jetzt auch so Vollkornhaferflocken sind, die saugen die Feuchtigkeit nicht so gut auf. Das ist mal ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber der Teig ist nachher ein bisschen feuchter, als man das normalerweise denkt. Aber nicht vergessen, beim Backen trocknet er natürlich nachher trotzdem. Wenn der Teig nachher schön durchgemischt ist, dann Deckel drauf machen. Wenn du keinen Deckel hast, kannst du auch ein feuchtes Tuch einfach drauflegen, sauberes. Ein feuchtes deswegen, weil der Teig nicht austrocknen soll. Ich stelle die Brötchen also über Nacht einfach in den Kühlschrank, damit das ruhen kann. Und dann am nächsten Morgen, wenn die Mädels noch schlafen, kann ich in Ruhe die Brötchen formen, in den Ofen schieben. Und wenn sie aufwachen, riecht es hier schon nach Kaffee oder Brötchen und so weiter und so fort. Dann habe ich schon mal einen Stein im Brett. Wenn du häufig in einem Hotel unterwegs bist, dann jetzt vielleicht 30 Sekunden weiterspulen. Ich habe dich gewarnt. Wenn ich reise, habe ich immer einen Wasserkocher dabei. Ich habe so einen ganz kleinen zum Reisen und jetzt habe ich halt unseren normalen aus der Küche mitgenommen. Weil ich mal irgendwo gelesen habe, ich weiß nicht mehr wo, dass Reisende aus China teilweise in Hotels die Wasserkocher nehmen, um da drin ihre Unterwäsche zu kochen und zu waschen. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber dem nehme ich keinen öffentlichen Wasserkocher mehr, sondern habe immer meinen eigenen dabei. So, schönen guten Morgen. Jetzt schauen wir mal, was aus dem Teig geworden ist. So, gucken wir mal rein da. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die Schüssel ist relativ groß und die war also nicht mal halb voll und jetzt ist sie fast voll. Also sehr schön aufgegangen und man sieht auch, dass wir ganz viele Luftblasen hier drin haben. So soll das sein. Dann hat die Hefe schön gearbeitet, dann ist das also ein ganz fluffiger Teig. Genau, man sieht es ja, also ganz fluffig. Daraus machen wir jetzt die Brötchen. So, für die Arbeitsfläche habe ich jetzt hier Reismehl. Reismehl hat den Vorteil, dass es kein Gluten drin ist, das backt viel weniger. Also für sowas ist es sehr gut. Oh, Ring mal abnehmen. Ja. Zack. Nebenbei ist hier mein Sauerteig am Reifen. Sieht auch gut aus. Ich mache überwiegend mit Sauerteig, aber für das Rezept, weil es eher Anfänger sein soll, jetzt halt mit Fertighefe. So, dann das mal zur Seite hier. Schüssel mit Wasser parat stellen, 2 Löffel parat stellen.
das Mehl hier so ein bisschen verteilen. So, großzügig. So. Einmal auskippen. Super nützliches Werkzeug, so ein Schaber, kostet irgendwie einen Euro. Kann man mal ein paar dabei haben, ich verlinke die. Und dann kann man halt viel besser Teig vom Boden abmachen und so weiter. So, ja, guck mal, quasi nichts angebackt, das ist ein sehr gutes Zeichen. Nebenbei muss ich mal hier die Struktur zeigen, sieht man das? Die ganzen Luftlöcher da drin, das sieht sehr, sehr gut aus. So will ich Teig haben. Mmh, ja, das sieht jetzt schon so zum Anbeißen aus. Die Brötchen sind jetzt ein bisschen ungleichmäßig groß, das ist eigentlich nicht ideal fürs Durchbraten, aber es ist noch relativ schwierig mit den Löffeln das einzuschätzen, wie viel werden das nachher. Ich glaube, das ist okay. Dann die Brötchen noch ein paar Minuten stehen lassen, dass sie sich wieder beruhigen können von dem Kraftakt gerade. So, Aria ist ein bisschen K.O. Wir waren von Laufen und außerdem hat sie eine kaputte Nase, weil sie immer nach der Frisbee im Sand sich da so richtig hinter reinstürzt. Augen so ein bisschen, das ist ein bisschen, naja. Wir haben die Tierärztin vor Ort, alles safe hier. Und sie ist super glücklich, auch wenn sie gerade genervt ist, dass ich sie nicht schlafen lasse. Der Ofen ist jetzt auf 230 Grad Ober-Unterhitze parat. Das heißt, jetzt schiebe ich die Bleche rein. Und dann warten wir 15 bis 20 Minuten, bis sie durch sind. So, das sieht doch schon sehr gut aus. Ich glaube, ich nehme die jetzt raus. Die oberste Schicht nehme ich mal raus, die in der Mitte braucht noch 2 Minuten. So, die Brötchen noch ein paar Minuten abkühlen lassen. Dafür habe ich so ein Gitter parat gemacht. Oh, das sieht gut aus. Das riecht auch gut. Uiuiui. Das wird super. Oh, das zweite. So, das ist das gute Stück. Der Ofen läuft hinter mir noch. Das Problem mit Ferienwohnungen ist natürlich immer, man kennt ja die Infrastruktur nicht so richtig. Und ich habe das Gefühl, irgendwie Ober-Unterhitze ist bei dem gar nicht Ober-Unterhitze. Na gut, anyway, das sieht sehr, sehr gut aus. Wir frühstücken jetzt. Ich hoffe, das hat Hunger gemacht und motiviert, bei dir im nächsten Urlaub mal Haferflocken und Mehl mitzunehmen. Ein Stück Hefe, viel mehr braucht es ja gar nicht. Ist ganz, ganz schnell gemacht im Grunde. 5 Minuten Vorbereitung, noch schnell nachher aufs Blech kippen. Und vor allem, man kann es so schön vorbereiten, sodass man morgens tatsächlich nur noch die Brötchentupfer machen muss, in den Ofen schieben und eine halbe Stunde später kann man frühstücken. Man muss nicht zum Bäcker gehen und gar nichts. Ganz Corona-konform. Also, guten Hunger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.